Ja, so, ein neuer Orcas-Teil. Wir müssen noch ein bisschen im Oktober, was heißt müssen? Wir dürfen noch ein bisschen im Oktober schürfen. Ich habe noch was gehört, und zwar ein Stück von Robert Schön, das er für den HR produziert hat. Und zwar auch anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Radio hat man sich gedacht, man macht dann auch ein Archivstück und holt Archivstücke ans Licht. Und ja, hat Robert Schön beauftragt, das Ganze zu machen. Er hat das so gemacht, dass er aus diversen Klassikern 2 Minuten rausnimmt und diese 2 Minuten zu Gehör bringt oder beziehungsweise in der oder also reinschneidet und oder beziehungsweise da reinhört und das im Einzelnen bewertet. Schwierig, fand ich, weil irgendwie wird mir da nichts wirklich gerecht. Also so, wenn man da eher, ich glaube, ein Feature drüber gemacht hätte, hätte über die alten Hörspiele erzählt, anstatt da einfach so wahllos so ein Schnipsel rauszuziehen und diesen dann einfach mal so zu betrachten und dann wieder ins Regal zu legen. Also das wurde für mich in keinster Weise rund, in keinster Weise diesem Jubiläum gerecht. Und ja, ich fand das auch wieder so, ja, wir haben mal eine künstlerisch wertvolle Idee und setzen die jetzt um. Und letztlich kommt aber gar nichts bei rum, außer ja, dass man mal zeigen konnte, dass man eine Idee hatte. Aber die trägt halt einfach nicht, also zumindest für meinen Geschmack. Also ich war nach diesem Stück nicht schlauer über diese Archivstücke als vorher. Hier und da gibt es mal einen kleinen Lichtblick, aber so richtig, dass ich denke, also die 70 Minuten haben sich jetzt mal richtig gelohnt. Das kann ich nicht sagen. Und war leider also von diesem Beitrag zu 100 Jahre Hörspiel dann doch eher enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe 10 Minuten angehört Ja. und ausgemacht mit einem dicken Fragezeichen mich gefragt, warum man das gemacht hat. Hättest du auch Also, fertig hören können. verstehe Ich ich glaube, nicht. es wäre nicht anders gewesen. Nee, da habe ich da lieber Ritter rausgehört. Nein, das war ja auch nicht so toll. Ja, dann dachte ich, naja, Gott, wenn der HR vielleicht daneben greift, aber andere werden das doch bestimmt gut machen. Ja, Hörspiel-Hacking, das gab es auch noch, hat federführend der ORF betreut. Und da hat man sich was ganz Ähnliches gedacht und hat ja Sounds aus verschiedenen Hörspielen zusammengemixt und zwar unkommentiert und hat diverse Autoren damit beauftragt. Und herauskommt ein einstündiger Klangteppich, ja, der einen noch weniger weiterbringt als das von Robert Schön. Also da muss man sagen, da war Robert Schön mit seinem Tief im Archiv doch deutlich weiter vorne, weil das, ja, also außer dass man halt diverse Sounds hört, die aber ja auch gar keine Verbindung zueinander haben oder irgendwie gar keine Berührung zueinander oder irgendeine bestimmte Abfolge. Also das könnte auch ein komplett neu produziertes Hörspiel sein. Also das hat mir also noch weniger gefallen. Und ich weiß nicht, Leute, irgendwie habe ich so den Eindruck, es kommt gar nicht mehr darauf an, dass man da irgendjemand irgendwie gefallen will oder irgendwie beim Hörer auf der anderen Seite irgendwas erreicht, sondern einfach nur darum geht, irgendwie eine Stunde mit irgendwas vollzumachen. Das hat mich richtig geärgert, gerade zu so einem Jubiläum, wo man ja wirklich viel erzählen könnte und viel machen könnte, dann so ein, ja, also sowas anzubieten, was halt wirklich überhaupt nicht vorangeht, was überhaupt keinen, also für einen Außenstehenden überhaupt keinen Nährwert hat. Ja, schwierig, ja, also schwierig ist eigentlich noch ein untertrieben. Also ich habe mich richtig geärgert und fand es eigentlich kackendreist, sowas auf die Leute loszulassen und das als ja Jubiläumsgeschenk quasi zu feiern. Nee, also das war leider noch weniger und muss ich sagen, also das zeigt mir auch wieder so ein bisschen, wie lieblos man manchmal mit dem Medium umgeht und das offenbar nur als reine Maschine, um die eigene Kunst am Leben zu halten, nutzt und es wirklich vollkommen egal ist, ob da irgendwas passiert, ob da irgendwo irgendein Effekt erreicht wird. Nee, es kommt anscheinend wirklich nur darauf an, irgendwie eine Stunde Luft zu füllen. Es ist vollkommen egal, was da passiert. Interessiert anscheinend keinen. Hauptsache, es hat irgendjemand, der irgendwelche Meriten schon beim Radio hat, genickt und da er irgendwas zusammengebastelt, dann wird das schon gut sein. Und ja, hier ist auch dieser zieh den Stecker raus, das Wasser kocht Effekt.
Also für mich deutlich hörbar. Und ja, ich weiß nicht, ob es mir so zwischen den Zeilen angemerkt hat, eigentlich stinkst sauer über sowas. Ich würde sogar sagen, du klingst angepisst. Ja, ich bin ein bisschen, ganz schön, bisschen ja. angefressen, glaube ich. Ja, ja, kann ich nachvollziehen, ja. Also gerade sowas, ne? Also gerade wenn du dich selber feierst, weiß ich nicht. Und das Hörspiel ja immer noch als das einzige genuine Format im Radio doch letztlich gilt, dann, na, weiß ich nicht. Da ärgert mich halt auch, dass man sich da so mit einsetzt und immer an jeder Ecke wird geschrien, das Radio geht kaputt, die Kultur geht kaputt im Radio und dann, aber wenn man mal irgendwas Belastbares hören will, dann gibt's halt eben nichts. Da gibt's halt nur irgendwelchen dünnen Kram, der wirklich nur den Künstler glücklich macht. Und also mir fehlt halt einfach irgendwo das Feuer, irgendwo die hörbare Leidenschaft, dass man für dieses Medium brennt und da was Gescheites abliefern will. Ich kann mir echt nicht erklären, dass das halt wirklich alles sein soll, was die Radiokunst bieten kann. Also wenn es wirklich nicht mehr ist, ja, dann soll es in Gottes Namen auch untergehen. Dann hat es einfach auch eigentlich nicht verdient. Du meinst also, Hörspiel-Hacking ist das Sargnagel. Ja, das ist halt wirklich, ich verstehe es nicht. Gut, mach mir da jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber das waren wir wahrscheinlich eh bei den meisten nicht. Es gibt ja zum Glück ein paar rühmliche Ausnahmen so im Graubereich, die auch immer für das Radio kämpfen und immer gute Arbeit abliefern, wie Ulrich Bassange zum Beispiel, der ja immer ein sehr starker Verfechter ist und immer fürs Radio kämpft. Und ja, wenn ich dann aber sowas sehe, was dann andere ja mit diesen Möglichkeiten da anfangen, und da ärgert es mich halt einfach nur, weil das ist halt auch einfach ein Bärendienst, weil ich sag mal, 95%, die das hören werden, die werden sagen, was soll denn die Scheiße, und da hat man doch wieder einen Haufen Geld für irgendwas verbrannt, wo keiner was mit anfangen kann. Und ja, das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bin enttäuscht, um es mal mit einem großen Hörspielmacher zu sagen. Pudel. So, apropos Pudel. Wir sind bei 100 Jahre Radio, und was eine schöne Idee ist, der ARD, in dem Fall ist die 100 aus 100, also aus 100 Jahren Radio, sich berühmte Radiostücke zumindest, inwiefern das jetzt künstlerisch ist, das so einen Überblick habe ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich kenne ich auch vielleicht 2 oder so davon. Mal gucken. Also es sind jetzt diverse eben wieder kuratiert rausgekommen. Und gab es jetzt auch einige im Oktober, und unter anderem war das Apollo Amerika von Ferdinand Kriegert, eine SWF-BR-WDR-Koproduktion aus 1969, wo es ja um die Apollo-Mission geht. Ja, auch in diesem 100 aus 100 Podcast gibt es Apparat Herz von Rimini Protokoll. Auch das ist im Oktober noch im Podcast erschienen. Ebenso Susanna Maria Hempels Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen. Eine RBB-Produktion aus, aufgemerkt, 2018. Das ist ein bisschen neuer. Ja, aus dem Jahr 1986 stammt Rosa von Braunheims Die Nachtigall oder Der grausame Sohn, eine RIAS-Produktion gemeinsam mit dem BR, die ebenfalls im 100 aus 100 Podcast ist. Ja, das ist ein Name, der zieht, das werde ich mir gönnen. Ja. Dann Die Wörter sind böse von Rolf-Dieter Brinkmann, ebenfalls in der Reihe WDR-Produktion aus 1974. Ja, und auch ein recht junges Stück, nämlich Pisten von Pender Diouf, die NDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Auch die wurde nicht nur Hörspiel des Jahres im vergangenen Jahr, sondern ist auch im 100 aus 100 Podcast zu hören. Dann doch was Bekannteres, SOS Rau Rau Foin, Krassin rettet Italia, Mai bis Juli 1928. Von Friedrich Wolf, das kennt man ja, man kennen, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wir hatten es, glaube ich, tatsächlich noch nie vorgestellt, aber wir würden es euch ans Herz legen wollen, weil das hatten wir schon mal irgendwo zumindest in dem Radiotipp der Hörspielfreunde schon mal ausklamüsert, dass das wirklich ein sehr hörenswertes Stück ist. Und ich vertraue da mal einfach auf unsere alte vororkastige Expertise und lege euch das weiterhin ins Herz. Ich habe da auch sehr gute Erinnerungen dran. Und das doch neben Zauberei auf dem Sender? Das so eins der Ältesten, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann der Hörspielklassiker schlechthin wahrscheinlich, The War of the Worlds, Krieg der Welten
von Orson Welles, die CBS-Produktion aus 1938, die Radio Bremen 1998 nochmal neu bearbeitet hat, eine Übersetzung, also eine deutsche Tonspur drüber gelegt hat. Und da könnt ihr nochmal, ja, das Flair dieses sagenumwobenen Hörspiels, was ja auch nicht so ganz astrein ist, also auch so eher so die ersten Fake News im Radiobetrieb hatte, denn es ging ja jahrelang die Mär, dass die Ausstrahlung dieses Hörspiels von vielen als ja echt, als echte Radioreportage bewertet wurde und es zu Massenpanik gekommen wäre. Und so im Nachhinein hat sich herausgestellt, naja, Orson Welles hatte da ein paar Kanäle und hatte einige Journalisten angespitzt, da vielleicht ein bisschen mehr reinzuschreiben, als es dann tatsächlich war. Also diese Massenpanik war wohl gar nicht so. Es gab zwar wohl Irritationen, dass sich Leute halt bei der Polizei gemeldet haben, aber das war ein doch eher überschaubarer Rahmen. Aber die Sage hat dem Stück geholfen und ja, da könnt ihr gerne reinhören. Also das dürfte wirklich einer der klassischsten Klassiker des Radiohörspiels sein. Ja, richtig klassisch, genau. Ja. Und ich freue mich immer noch über meine LP-Fassung in Radioform. Ja, die hatten vor Jahren am Orkast mal, gab es von irgendeinem Hamburger Privatsender, der das Stück quasi nochmal mit eigenen Mitteln nachgestellt hat. Das war auch richtig gut. Das war super, erinnern. Ja. Das war ganz toll gemacht. Ja, könnt ihr nochmal im Orkast forschen. Wenn ich dran denke, schreibe ich es in die Links rein. Ich habe sogar jetzt neulich an die Links gedacht. Ich habe unsere Hörspiel-Arena-Auftritte. Wir waren übrigens zweimal drin und den Murke habe ich auch gefunden. Also könnte laufen. Ich gebe mir Mühe. Und zu guter Letzt noch Zikaden von Ingeborg Bachmann. Die NWDR-Produktion aus 1955 auch in der Auswahl 100 aus 100 zu hören. Ja, dann habe ich noch ein Stück beim HR gehört. Der hatte die da im Krimi-Archiv. Die haben ja immer jeden zweiten Mittwoch einen klassischen Krimi und haben da Als Mr. Wallace nach Hause kam von Walter Gerdeis einen sehr klassischen Krimi über einen Mann, der verdächtigt wird, ja, einen Mord begangen zu haben. Aber ja, es stimmt halt so einiges nicht an seiner Story, aber auch so an den Gegebenheiten. Es gibt da so ein paar Schwierigkeiten mit der Uhrzeit und mit dem Alibi und das wirkt alles sehr, sehr merkwürdig, aber auch einiges spricht dann wieder für diese Story. Ja, die Polizei muss hier sehr klassisch ermitteln und das gelingt wirklich sehr unterhaltsam, sehr gut. Also ein schöner klassischer Krimi, der auch gut in die Kein-Mucks-Schiene gepasst hätte. Wie gesagt, HR 1965, ja, kann man sich denken, Walter Gerter ist ein deutscher Autor, hat es geschrieben und es ist durchaus hörenswert, hat schön viel Hörspielpatina und ist wirklich ein unterhaltsamer Krimi und den wollte ich euch noch ganz kurz nachschieben. Ja, dann gab es auch noch was beim Hörspielprojekt am 16.10. und zwar Bruce Winston, Die Fracht, ein Hörspiel von Meinhard Schulte. Das könnt ihr beim Hörspielprojekt hören. Ja, und noch kurzfristig im Oktober aufgetaucht ist auch der zweite Teil von Novel Murders Geheimnis der Wölfe bei den Playmobil-Hörspielen. Das Ganze ist seit 20.10. bei Europa erhältlich. Dann ein guter alter Science-Fiction-Bekannter ist zurück, Rick Future. Da gibt es eine Sonderedition und zwar Zweitkontakt, heißt die Geschichte, die Dane Rahlmeier geschrieben hat. Und das Ganze ist eine inszenierte Lesung und zwar mit Sven Matthias und Tim Gößler, der auch die Musik geschrieben hat und Regie geführt hat. Und ja, das könnt ihr beim Rick Future Podcast hören. Ja, dann bei Edelkids hat man auch noch mal ins Archiv gegriffen und eine alte Serie wiedergefunden, die heißt Wer ist das? Die stammt aus dem Jahr 1999 und die hat man jetzt noch mal neu aufgelegt mit im Oktober zwei Folgen und zwar einmal Ferdinand Graf von Zeppelin und Johanna von Orléans und im November, da hatten wir ja schon mal drauf hingewiesen, gibt's dann noch die mit Coubertin. Und Gutenberg taucht noch auf und irgendwas war es noch. Ich komme nicht mehr drauf. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt die komplette Serie nach und nach bei Edel und findet die in Download und Stream und überall, wo es Hörspiele gibt. Und das war's. Das war's, genau. Update, genau. Genau. Dann alles, was wir euch schon bereits im letzten Orcast vorgestellt haben, das packen wir euch auch nochmal in die Liste mit rein. Das hat man ja früher schon mal gemacht und neulich hat mich einer angeschrieben. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ich muss später mal beim Feedback
Feedback nochmal gucken, wer es war, dass wir das doch vielleicht mal wieder machen sollen, damit man dann den Monat auch nochmal komplett Revue passieren lassen kann. Ja, schreiben wir euch in unsere Landingpage den kompletten Teil mit rein. Aber jetzt machen wir hier zumindest mal den Deckel auf den Oktober. Genau. Und steigen nochmal ein in den November, denn der November ist ja jetzt schon so ein bisschen alt, also so fast bis zur Hälfte sind wir schon. Und da haben wir dann einiges gehört. Unter anderem fangen wir doch an mit dem Krimi von Patricia Highsmith. Ein neuer Highsmith, ja, gab es. Und zwar urgesendet am 5., aber schon zu hören ab dem 1.11. beim NDR und beim SRF in Kombination produziert. Und zwar heißt das Hörspiel Die gläserne Zelle. Und das ist ein Zweiteiler. Und der ist auch deutlich zweigeteilt tatsächlich. Auch die Geschichte ist zweigeteilt. Es geht nämlich um einen Mann, der im Gefängnis landet. Er ist verurteilt worden, weil da diverse Finanzgeschäfte so gelaufen sind, wie sie nicht hätten laufen sollen. Und das ist eben rausgekommen letztlich. Und aber es steht ständig eben, hängt das über diesem Mann eben, dass er nicht da als einziger schuldig war, sondern dass da einige Menschen drin verstrickt waren. Und er ist halt im Gefängnis gelandet und soll dort jetzt 6 Jahre eben in diesem Gefängnis bleiben. Ja, und wir begleiten ihn letztlich dabei, wie er in dieses Gefängnis kommt und mit diesem Gefängnisalltag konfrontiert wird, der sehr drastisch dargestellt wird, wo er sich eben bewähren muss, natürlich gegenüber den anderen Insassen, aber vor allem auch, und da wird es dann richtig drastisch, gegenüber, wie nennt man es denn, die Strafvollzieher, die halt ziemlich drastische Methoden anwenden, wenn da einer so ein bisschen aus der Reihe schlägt oder es den Leuten einfach nicht in Kram passt gerade. Und so kommt es eben dazu ziemlich üblen Szenen, wo er in Einzelhaft kommt und gefoltert wird und dabei unter anderem auch seine Daumen ganz stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das hat also beim Hören wehgetan, muss ich sagen. Das war richtig heftig in der Darstellung. Ja, und ist halt die Frage, wie man da dann überlebt in dieser drastischen Situation. Und man muss sich halt so eine Strategie dann irgendwie zurechtlegen. Und bei ihm ist es eben so, dass er dann einen Freund bekommt im Gefängnis und es dann aber zu einer weiteren drastischen Situation kommt. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel erzählen, bei der eben jemand ums Leben kommt und dafür rächt er sich. Punkt. Das will ich einfach mal so stehen lassen. Dann kommt ein Cut und in Teil 2, ja, kommt er aus dem Gefängnis tatsächlich frei und schafft es tatsächlich in sein natürliches, heiles Familienleben zurückzukehren zu seiner Frau. Aber es schwebt über dem Ganzen, dass die Leute aus seiner alten Firma und Freunde zwar versucht haben, immer wieder dieses Gerichtsverfahren nochmal neu aufzurollen, aber das alles nie geklappt hat. Und für ihn halt ständig der Zweifel besteht, inwiefern die das wirklich ernst gemeint haben oder ob da zum Beispiel einer etwas mit seiner Frau angefangen hat. Und das schwebt halt über diesem Neustart in der Familie. Und gleichzeitig bringt er eben aus dem Gefängnis diese krassen Gefängniserfahrungen mit, die ihn eigentlich, ja, die ihn komplett zu einem anderen Menschen gemacht haben. Und genau in diesem Spannungsspiel entwickelt sich dann vor allem im zweiten Teil ein richtig krasser Krimi, den ich total spannend fand und der mich total gepackt hat. Auch wie wendungsreich das Ganze ist und wie toll diese Hauptfigur gezeichnet ist. Das fand ich ganz stark. Womit man so ein bisschen klarkommen muss, ist tatsächlich die Erzählweise des Ganzen, weil die an vielen Ecken nicht so dolle hörspielerisch daherkommt, sondern so eine eher so einen anderen Ansatz hat, wo es viel in die Personen reinguckt. Es ist sehr erzählerisch, ja. Also es ist, ja, genau. Was ich aber tatsächlich auch spannend fand, weil du dadurch, also vor allem was die Hauptfigur anbelangt, irgendwie noch tiefer in diese Hauptfigur einsteigst und in diese düstere Gedankenwelt und in diese gebrochene Persönlichkeit. Was heißt gebrochen? Das stimmt ja gar nicht. Er ist einfach verändert. Er hat sich komplett geändert. Und das wird tatsächlich durch die eigentlich Erzählweise, die mir nicht so gefällt, aber trotzdem noch mehr rausgekitzelt, weswegen ich das dem tatsächlich total verziehen habe, dass das eben nicht so hörspielerisch daherkommt. Und ich das dennoch tatsächlich total stark fand und ich das absolut betippen wollen würde. Man hätte das auch echt, es hätte es schwer gemacht, das wirklich nur in irgendwelchen Spielszenen darzustellen. Also ich glaube, das wäre echt, da wäre halt viel verloren gegangen. Es ist tatsächlich, man muss es quasi so machen, damit man halt diese Quintessenz, diesen Wandel bei ihm in der Haltung, also er ist ja erst sehr der Aufrechte, der Betrogene,
der dann quasi aus seiner Sicht vollkommen unschuldig im Gefängnis sitzt und ja dafür büßen muss, und zwar richtig übel büßen muss. Also es ist ja nicht nur die Haftstrafe, sondern du hast ja schon die Folterung angesprochen, und er kommt dann raus und ja, sein ganzes Leben ist zwar noch da, aber hat sich komplett auf links gedreht, und er ja passt sich, oder beziehungsweise er passt sich ja nicht an, er versucht mit dieser Situation umzugehen, und ja, er ist dadurch aber auch eben jetzt dann plötzlich ein anderer Mensch, und daher dieser Wandel, also das wird schon ziemlich gut rausgearbeitet, also ein sehr starkes Plädoyer für, ja, oder vielmehr gegen das Gefängnis in der dargestellten Form. Ja, also kann ich nur empfehlen, hört da mal rein, wie gesagt, ihr müsst so ein bisschen euch darauf einstellen, dass das sehr erzählerlastig ist. Aber also, das ist stimmungsmäßig trotzdem so gemacht, dass man da sehr dolle reingezogen wird und da auch nicht mehr rauskommen will. Und unbedingt, also mir ging es so zum Beispiel, als ich Teil 1 gehört habe, wollte ich sofort unbedingt Teil 2 weiterhören, weil ich das sehr, sehr Es zieht einen total rein. Ja, es ist halt aufgrund der drastischen Schilderungen, also heißt, es geht da nicht sonderlich zart mit dem Leser, beziehungsweise in dem Fall Hörer um. Mhm. Also da ist schon, steckt schon eine Menge Potenzial drin, was den Hörer bei der Stange hält. Ganz toll. Ja, richtig gutes Ding. Ja. Ja, machen wir weiter. Es gibt auch im November einiges im 100 aus 100 Podcast. Unter anderem gibt es die DLR-WDR-Produktion aus 2002. Heidi Ho, Folge 3. Die Interessen der Firma können nicht die Interessen sein, die Heidi Ho hat. Ein schöner langer Titel. Das Stück stammt von René Polisch, wie auch die ersten zwei Teile. Aber nur Teil 3 hat es bislang in die 100 aus 100 geschafft. Ist auch interessant. Ja. Dann ein ziemlich aktuelles Reststück, sage ich jetzt mal, von Noam Brusilowski. Und zwar Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Die RBB-DLF-Kultur-Koproduktion. Ja, dann das Kunstkopf-Stereophonie-Hörspiel der ersten Stunde. Demolition nach Alfred Bester. Die Rias BR-WDR-Produktion aus 1973. Die muss natürlich auch in diese 100 verlesenen Hörspiele rein. Genauso wie einer der absoluten Überklassiker, nämlich Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. Die NWDR-Produktion aus 1947, beim Hörverlag auch mal auf CD erschienen. Ja, das muss man gehört haben. Ja, dann ein Stück von Alfred Behrens und Norbert Jochum, Locomotion, ein Stück des HR, BR und SFW aus 1986. Auch das ist da mit reingerutscht. Ebenso wie Orphée Mécanique, ich erinnere mich noch von Felix Kubin, die BR-Produktion aus 2006 mit dem wundervollen Lars Rudolph unter anderem. Ja, auch ein Stück des Rundfunks der DDR hat es in die Liste geschafft. Aus dem Jahr 1967 stammt Regina B., Ein Tag in ihrem Leben nach oder mit von, wie man es ein Originalhörspiel, von Siegfried Pfaff. Dann natürlich wahrscheinlich der in großen Lettern Klassiker überhaupt, Träume von Günter Eich, die NWDR-Produktion aus 1951, natürlich auch in dem Portfolio. Ja, dann ein Stück, was sich gerade auf meinem Player dreht, Weg in die Freiheit von Fred von Hörschelmann, eine Produktion der Reichsrundfunkgesellschaft aus dem Jahr 1933, unter anderem mit Heinrich George als Leuchtturmwärter. Und ja, also nach den ersten, ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt ungefähr, ich denke mal eine halbe Stunde, das ist schon sehr klassisch inszeniert und hat sehr viel von dem, wie die ganz frühen Hörspiele, also das hört man richtig, wie anders die noch inszeniert wurden in der Zeit, wie theatermäßig die unterwegs sind, wie also auch so es weniger auf die Figur ankam, dass man die Figur mit irgendeiner Besonderheit ausstellt, sondern dass die Verständlichkeit deutlich mehr im Vordergrund stand, fand ich schon ziemlich spannend und interessant. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und werde wahrscheinlich dann im nächsten Orcast berichten. Ja, wir hatten ja gerade noch SOS, ne? Und da ist das andere, Zauberer auf dem Sender von Hans Flesch, des Senders Frankfurt aus 1924, natürlich auch in 100 aus 100. Ja, dann ein großes Hörspiel, zumindest ein 12-teiliges Hörspiel hat der WDR noch auf den Sender gezaubert. Im Radio wird es erst im Dezember laufen, am 14.12. ist die Ursendung des ersten Teils, aber in der ARD-Audiothek und im WDR-Hörspielspeicher ist es bereits seit Anfang November zu finden. 12 Nächte heißt es, ist von Leonie Belo. Ja, man hat wieder so ein Stück für die junge Zielgruppe mit ja etwas klischeehaften jungen Menschen, mit dem typischen
Influencer, der so eine leicht, ja, wie soll man sagen, also so eine leicht diverse Attitüde an den Tag legt und dann noch zwei Mädelsstimmen, die eher ein bisschen normaler unterwegs sind, auch eine davon auch quasi die Hauptfigur des Ganzen ist, Muriel heißt sie. Dazu kommt noch ein ukrainischer Flüchtling, der dann auch noch eine besondere Rolle spielen wird. Ich habe da auch mit angefangen, bin auch noch nicht ganz durch. Bislang muss ich allerdings sagen, ich hoffe einfach mal, dass am Ende noch ein bisschen was kommt. Es ist noch ein bisschen zäh und ein bisschen farblos, das Ganze. Und es soll so eine Mystery-Serie sein, aber die Mystery ist doch sehr auf die jeweiligen Cliffhanger fixiert, wo es dann am Ende immer mal so kurz, ach, wir wollten ja noch irgendwie Mystery und dann hauen wir nochmal so irgendwas raus. Interessanterweise ist das Reizwort dieses Hörspiels Tannenmoos und irgendwie mit Tannen hatten wir ja dieses Jahr auch schon was bislang wesentlich besser allerdings war. Also das kommt bislang noch nicht ran. Wie gesagt, vielleicht kommt jetzt ich bin jetzt glaube ich bei Folge 7, ich habe mit 8 angefangen. Ja, also ist noch ein Drittel hätte ich noch vor mir. Ich hoffe, dass noch ein bisschen was passiert, aber also bislang muss ich eher sagen, ist es eher zu, naja. Aber schauen wir mal, ich werde berichten. Dann gab es noch einen Das war morgen SWF, was rede ich denn? Science-Fiction-Podcast des SWR. Die ist so viele S's drin. Ja. Die Folge 23, Stellvertreterkrieg von Ernst Petz, das ist eine SDR-Produktion aus 1989, mit der ich schon angefangen habe, aber noch nicht durch bin. Okay, also da hören wir dann auch später noch was von. Noch nicht angefangen habe ich ein Stück von Hermann Media, was noch kurzfristig für den November ankommt. Es kann es auch noch nicht angefangen haben, weil als wir jetzt noch aufnehmen, da ist es noch in der Zukunft. Es kommt nämlich am 17.11. oder für euch, wenn ihr es jetzt hört, kam es schon raus am 17.11. Die alte und der Kommissar, Folge 8, Stimme des Hunals erscheint. Dann die Fuchsbande schlägt zurück. Oh, nein. Ja. Mit einer Adventsfolge oder Weihnachtsfolge, die verschlossenen Adventslieder und, ein sehr schönes Wort, die stibitzten Skistöcke. Ich habe gedacht, ich komme drüber. Ja. Die stibitzten Skistöcke. Ja, da hat sich aber auch einer wirklich Mühe gegeben. Ja, ist absichtlich, ja. Ja. So, dann gibt es noch was auch kurzfristig erschienen ist und was du sogar gehört hast. Ja, na klar. Sagen Sie. Die Weiße Lilie, doppeltes Spiel, Kapitel 2 ist endlich rausgekommen, nach wieder doch leider einer längeren Wartezeit. Und das ist leider so ein bisschen der Killer bei diesem fantastischen Hörspiel. Und das ist, das tut in der Seele weh, so ein bisschen, muss ich sagen. Weil es mir ging tatsächlich wie jedes Mal, auch wenn es diesmal nicht so schwer war, wieder reinzukommen, weil die letzte Folge doch sehr nachhaltig war. Ja, wir laufen auf ein Finale zu, aber sowas von. Ja, wo hole ich euch ab? Es gibt ja doch diese weiße Lilie, die so ein weltumspannendes Netzwerk aus, ja, Lobbyisten, politischen, an der Macht Strippenziehern ist, die eine Art neue Weltordnung schaffen wollen und die Iris Fairchild zum Beispiel, eine Figur aus dieser weißen Lilie, die an den Schalthebeln saß, dicker Spoiler einfach mal vorweg, die letzte Folge nicht gehört haben, hat sich ja so ein bisschen überworfen mit den Plänen, die andere aus der Weiße Lilie hatten und wollte dann verhindern, dass eben das auf diese drastische Weise dieser Umsturz passiert. Also Umsturz im Sinne von, es geht um Anschläge letztlich. Und das wissen wir ja auch schon länger, ne? Also da ging es in einigen Folgen ja um die Beschaffung von Novichok zum Beispiel. Aber das alleine ist es tatsächlich nicht. Es muss irgendwas Größeres sein. Ja, aber bevor sie das verhindern kann, naja, weiter erzähle ich nicht, außer dass sie eben Kontakt zu dieser Widerstandsgruppe aufgenommen hat. Daniel Porter und Henry Miles und die Reporterinnen, die als eher ein kleines Grüppchen sind, aber ein sehr gut informiertes und versuchen eben diese Anschläge zu verhindern. Diese Anschläge sollen stattfinden am Independence Day, der kurz bevorsteht. Und das heißt, die Zeit drängt dolle. Ja, die Hinweise verdichten sich, dass es wahrscheinlich einen Anschlag auf ein Wasseraufbereitungswerk geben wird, wo eben dieses Novichok wahrscheinlich ins Grundwasser eingegeben werden soll. Und dessen werden wir als Hörer auch gewahr, gleich in der ersten Szene, ein Überfall auf so ein Aufbereitungswerk, die jetzt nicht so gut gesichert sind.
Also einmal das, aber gleichzeitig hat Daniel Porter eben verfolgt er eine Spur nach Washington. Dort soll eben ja der Präsident auftreten und da soll halt auch ein Anschlag passieren. Ist halt die Frage, soll der ausgeschaltet werden? Wer soll da dann das Ruder übernehmen? Und ist halt die Frage, um was kümmert man sich jetzt zuerst, ne? Denn es gibt da auch noch die Hinweise auf einen Anschlag auf die U-Bahn. Also es sind diverse Sachen, die da in der Schwebe sind. Und es ist schlicht und ergreifend nicht machbar, dass alles verhindert werden kann. Das Grüppchen ist klein, das Widerstand leistet. Und so müssen sie sich halt irgendwie aufteilen und unter Zeitdruck dann auch noch entscheiden, was getan wird. Und das ist immens spannend. Fand ich ganz dolle spannend. Auch wieder ganz tolle Szenen gezaubert. Wenn ich nenne jetzt nur mal die Anfangsszene, dieser Überfall auf dieses Wasseraufbereitungswerk, das ist fantastisch. Also das ist vom Hörspielerischen her wirklich, wie da mit Geräuschen erzählt wird, mit einzelnen Reaktionen die ganze Geschichte erzählt wird und man alles vor dem geistigen Auge hat, was da passiert, ohne dass einem das irgendwie erzählt wird, ohne dass da irgendwie dann einer der Beteiligten irgendwie was sagt, was ich auch immer ziemlich Panne finde, ist, also erste Entscheidung, kein Erzähler, finde ich mal ganz toll. Also hier gibt es zwar einen Erzähler, aber der fängt ja auch nur immer einzelne Szenen ein. Der erzählt ja dann auch bei Actionsequenzen jetzt nicht, was passiert ist. Also das ist schon mal der erste gute Schritt, der ja bei vielen anderen Hörspielmachern mittlerweile auch mitgegangen wird. Aber der zweite ist halt, dass dann oft so eher peinliche Monologe oder Dialoge kommen, wo du genau merkst, ach, jetzt soll mir die und die Information gerade vermittelt werden, dass ich das und das verstehe. Was halt hier zum Beispiel nie der Fall ist, sondern das ist sehr smart erzählt und du kriegst über Kleinigkeiten dann auch mit, was Phase ist gerade. Dann werden einfach immer tolle Entscheidungen getroffen, wie geschnitten wird, wie Spannung aufgebaut wird. Und ja, das ist wirklich ein Fest, dem zuzuhören. Es ist halt wirklich nur immens, immens schade, dass dieses Ding so auseinandergezogen ist. Und also ich bin mir sehr sicher, wenn das Ding wirklich so spam, staffelweise oder so rausgekommen wäre, dann hätte es einen riesen Impact gehabt. Und so ist es halt, weiß ich jetzt auch nicht, aber so ist meine Vermutung, dass das schon immer noch eher so ein Insider-Geheimtipp ist. Auch wenn es jetzt bei folgenreich ist, aber so, ich glaube, so richtig den Impact hat das noch nicht gehabt, den es aber wirklich verdient hätte, weil das ganz große Hörspielkunst ist. Und ja, was soll ich sagen? Und was dann am Ende passiert? Ja, herzlichen Dank. What the fuck? What the fuck? Ja, danke. Bitte. Und da bleiben wir jetzt drauf sitzen, oder wie? Also, ist ja noch ein Teil, nicht, oder? Das kann man so nicht machen, liebe Macher. Das geht so nicht. Ja. Ich glaube, sie werden sich nicht dran halten. Nein, ich glaube auch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ja. Wie man das nochmal dreht. Cool. Ganz toll, ja. Ja, dann noch ein November-Tipp für die CD-Fans, denn von Dreamland Grusel Folge 62, Draculas Bluthochzeit, die inoffizielle Fortführung der Höhle des Schreckens von Europa, die wird nämlich für die CD-Hörer bereits am 17.11. lauschbar sein. Alle anderen normalsterblichen Digitalhörer, die müssen warten. Und zwar nicht nur irgendwie 2-3 Wochen, sondern bis zum 1. März 2024. Das finde ich mal einen coolen Move, wenn man ja das Hörspiel auf CD retten will, das so zu machen. Ich habe nur die Befürchtung, dass man mit einer einzelnen Serie da oder einzelnen Label da nicht viel erreichen kann. Und ja, aber so grundsätzlich, wenn man sagt, okay, ich will mein Geld mit CDs verdienen, ist das, glaube ich, ein gangbarer Weg, auch ein guter, meiner Meinung nach, denn hier kann man halt wirklich, hat man zumindest einen Fund, mit dem man wuchern kann, also wenn man sagt, also man hat fast ein halbes Jahr, müssen alle anderen drauf warten, ja, aber ob es dann wirklich so viele gibt, die sagen, also ich muss das Ding unbedingt hören, das ist halt der andere Aspekt, aber wahrscheinlich gibt es noch genug CD-Hörer, also es erscheinen ja immer noch relativ viel Hörspiele auf CD, also so dass das auch zumindest anscheinend noch ein Marktsegment ist, was man auch gerne bespielt. Das ist doch schön. Ja. So, du hast schon wieder was gehört. Das ist doch Christopher Lee, oder? Ja. Ja, ja. Darf man den einfach so abbilden? Ich will es nicht hinterfragen. Okay. Habe ich nur gerade gewundert. Ja, ich habe mal reingehört. Da ich ja von TKKG Junior damals so positiv überrascht wurde, was diesen ganzen TKKG-Mumpitz doch nochmal Feuer unterm Hintern gemacht hat und das Ganze in toll neu aufgesetzt hat, habe ich gedacht, Fünf Freunde fand ich ja jetzt nie so kacke wie TKKG.
das ist jetzt böse gesagt. TKKG hatte auch so ein paar Folgen, aber das ist schon was anderes. Also Fünf Freunde, das ist halt sich selber schon doch sehr treu geblieben und hat so immer die gleichen Topoi gewälzt und ist immer so gleich abgelaufen und so. Aber hat halt immer so ein bisschen so den Anstrich der gepflegten Langeweile, so ein bisschen. Hätte ich auch gedacht, na, aber die Fünf Freunde Junior, die jetzt anstehen und natürlich auch bei Europa rauskommen, vielleicht verleiht das dem Ganzen auch so ein bisschen Feuer. Es geht los mit einer Doppelfolge. Das sind so, ja, Halbstünder im Endeffekt. Das ist ja mein absolutes Lieblingsformat. Der unsichtbare Dieb heißt die erste und den Räubern auf der Spur heißt die zweite Folge. Und ja, das ist halt Fünf Freunde, wie man es kennt. Also ob das jetzt Junior ist oder die Alten sind, also so von dem Ablauf des Falls, gut, ist vielleicht ein bisschen tiefer gestapelt. Aber so, sonst so, also Schauort ist natürlich der gleiche. Natürlich sind wir in Curren. Natürlich geht's Folge 1 um die Felseninsel. Da ist jemand, da leuchtet Licht und George gibt keine Ruhe, bis sie da hinfahren. Und natürlich ist dann da wer und natürlich ist mit dem irgendwas im Argen. Der ist ihr weggelaufen und ja, und dann and they all drink lemonade. Ja, alles ein bisschen tiefer gestapelt. Das ist ganz okay, das ist ganz nett. Also die Darsteller haben da sichtlich Spaß dran und machen das auch ganz gut. Ist alles okay. Aber ist jetzt halt irgendwie nichts, wo ich denke, ja, das hat jetzt noch gefehlt. Und dann, aber dann wird es interessant tatsächlich bei den Räubern auf der Spur, da wird es dann ein bisschen drastischer, denn aufgemerkt, George muss zum Friseur. Was? Ja. Skandal. Georginas Haare sind zu lang und man könnte sie ja für ein Mädchen halten. Das geht überhaupt nicht. George muss zum Friseur. Doof ist nur, ist Montag, Friseur hat zu. Also, was machen wir? Müssen wir uns irgendwo eine Schere ausleihen? Das Doofe ist, der Laden, wo es Scheren gibt, der hat auch zu, aber George kennt den Mann. Also bimmelt sie da. Der ist aber gerade auf dem Sprung und just als sie im Laden ist, passiert ein Unglück. Verbrecher brechen in diesen Laden ein und sperren die beiden in einen Schrank ein. Ganz schön drastisch. Also für so ein Kinderhörspiel, das wird auch so heftig dargestellt, tatsächlich. Währenddessen die anderen auf George warten, dass sie wieder zurückkommt. Aber da kommt sie nicht und dann kommt sie nicht. Und ja, dann bemerken sie zu, also Kommissar Zufall, dann kommen halt diese Verbrecher da vorbei und just vor ihnen haben die dann einen Platten und kriegen es dann nicht hin, den Reifen gewechselt zu bekommen. Also müssen Dick und Julian einspringen und zeigen das denen, währenddessen dann George und der Ladenbesitzer sich mittlerweile dann befreit haben und dazukommen und dann werden die Verbrecher entlarvt. Okay. Ja, geht dann auch relativ fix alles, ne? Sie haben nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, wie gesagt, das ist okay, aber also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht und so weit weg von den Fünf Freunden ist das halt jetzt auch nicht. Ich habe mich immer zum Beispiel gefragt, müsste Timmy nicht dann ein Welpe sein eigentlich? Weil der bellt genauso. Okay. Also zumindest habe ich da jetzt nicht so, dass der irgendwie höher bellt oder jünger bellt oder so. Aber naja. Gute Frage. Das kann man sich anhören, das ist auch okay. Das ist auch kindgerecht alles gemacht, bis auf diese bisschen drastischere Szene, aber das ist schon okay. Ja, ja. Aber also da muss ich jetzt, ja? Wäre auch eine Frage, studiert Onkel Quentin noch? Nein, der ist schon ausgewachsener Wissenschaftler und okay. Da geht's auch schon drum, dass der immer da so rumforscht und so, ja. Hat Morten schon den Führerschein? Sehr schön, ja. Ja. Das fand ich ja bei den drei Fragezeichen Kids immer so lustig, dass die ja auch viel mit Skinny zu tun hatten, dass er auch ein Kind war. Ja. Das fand ich mal lustig. So, zurück zum Alltag und zu den etwas älteren Hörern. Normalerweise erwähnen wir ja nicht die ins Netz gehobenen Archivstücke im Nachhinein nochmal, aber eins jetzt besonders, denn es gibt ein Stück vom frisch gebackenen Literatur-Nobelpreisträger Jon Fosse aus dem Jahr 2009. Das hat der DLR damals produziert. Ich bin der Wind und das hat man natürlich anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises wieder ans Licht gezerrt und ihr könnt es jetzt seit Anfang November bei Deutschlandfunk Kultur downloaden. Dann gibt es eine neue Seaport Secrets. Am 24.11. erscheint die Folge 20. Oh, Glückwunsch! Perlenpulver heißt die Folge bei Pandora's Play. Natürlich kommt sie raus. Ja, und dann hatten wir noch im November einen Fehler. Der hat sich eingeschlichen. Allerdings waren wir
nicht schuld, sondern tatsächlich hat der SRF seinen Autoren ja falsch Schreck benannt, Mümpfli. Denn der Schreck Mümpfli Abendstund hat Blei im Mund, stammt nämlich aus der Feder von Klaus Enzerschlag. Das wollen wir noch als Korrektur nachreichen. Zu hören ist das Ganze beim SRF und zwar seit 6.11. Ja, dann haben wir noch drei Verschiebungen zu vermelden und zwar in den Dezember, also gar nicht so weit. Und zwar die Asterix, die Folge 40, die weiße Iris, wurde in den Dezember verschoben. Am 8.12. soll es rauskommen. Und also hast du schon, du bist doch so ein Asterix-Fan, du hast es bestimmt schon gelesen, oder? Nein, ich habe direkt mal den letzten gelesen. Ich hänge total nach. Okay, weil der ist ja hoch bepriesen worden. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Ich bin auch noch nicht an ihm vorbeigelaufen. Normalerweise liegt der dann in jeder Ecke, aber irgendwie bin ich nirgendwo hingekommen, wo er zu kaufen war. Und, wir waren ja in Leipzig beim Deine-Freunde-Konzert und in Leipzig ist ja dieser grandiose Buchladen am Bahnhof, wo ich immer lande und nie wieder rauskomme. Das ist ganz furchtbar. Und da war alles zugepflastert mit der weißen Iris, wirklich komplett, mit 500 Aufstellern und was weiß ich was alles. Cool. Mhm. Ja, leider auch verschoben in den Dezember ist die neue Folge der Ferienbande, die Ferienbande und die unfassbar anstrengende Hexe. Wahrscheinlich ist es so anstrengend, dass man es einfach nicht fertig kriegt. Und jetzt, neuer Termin ist der 7.12. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Tonträger ist, glaube ich, noch später oder Buchhandel ist später. Also eins ist, glaube ich, Ende Dezember sogar erst. Aber ab 7.12. Sollte es dann verfügbar sein. Ja, und noch eine, und zwar Das Ding im Nebel sollte ja am 30.11. ausgestrahlt werden im WDR. Und das kommt jetzt nicht am 30.11., sondern am 7.12. Aber kommt. Ja, es ist nicht ganz weg, es ist nur ein bisschen verschoben. Ja, und damit hätten wir das Update November, was bislang bekannt wurde, durch und wir werden dann wahrscheinlich nochmal ein Update brauchen nach dem Rückhör in der nächsten Ausgabe, weil bestimmt tut sich jetzt auch in der zweiten Hälfte des November das noch dies und das. Wir werden dann berichten, aber bislang ist das jetzt unser aktueller Stand. Ja, das war's. Ja, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Gedöns für euch. Genau, richtig. Ja. Fangen wir doch mit den News an. Und da gibt es natürlich wieder ein Hörspiel des Monats Oktober. Und das ist über das Verschwinden von Horst Konietzky, die ORF-Produktion. Und wenn ich über die, du hast es aufgeschrieben, Dankeschön, Nominierten drüber guck, dann tut's schon weh, muss ich sagen. Ja, ist schon, da ist schon einiges dabei. Jetzt haben wir ja über das Verschwinden nicht gehört, oder hast du? Ja, ist auch wieder wahr. Ja. Aber ist wieder gemein. Ich sehe da einiges drin. Zum Beispiel Sissi habe ich ja jetzt nicht so toll erfunden, aber zum Beispiel Thomas fand das ja total klasse. Ich muss mich eher dir anschließen übrigens. Okay. Ja, also das hatte am Anfang, habe ich noch so die ersten zwei Folgen, habe ich auch noch so gedacht, ja, da steckt irre viel drin und also wenn sie das durchziehen und zu einem Punkt dann am Ende noch bringen, das tun sie irgendwie nicht. Und das Ding verläuft sich selber und hat dann auch so langweilige Tendenzen irgendwann mal, weil sich das immer wiederholt und irgendwie, also dieses Geschehen auch immer wieder wiederholt wird und irgendwie nicht auf den Punkt kommt und ich mir dann gedacht habe, ja, ich habe es dann irgendwann mal, ich habe es verstanden, ja. Aber so richtig nochmal gerissen hat mich das dann tatsächlich auch nicht. Also ich bin eher bei dir. Okay, gut, mein Öl und Bienen ist noch mit drin. Oder ich hörte vom Ende der Welt. Ja, also das. Gut, es ist auch tief im Archiv drin. Hm. Nebel heißt Leben rückwärts. Ja, Boudica wäre auch gut drin. Gewesen. Boudica hätte es auch, wäre, ich weiß, sowas gewinnt. Wir hatten mal was ganz anderes, ja. Sowas gewinnt nicht, aber obwohl Robert Weber hat ja auch schon mal mit was, nicht kommerziellerem, wie nenne ich das denn jetzt, genrehafterem gewonnen. Echt? Hat der? Ja, der Teufel. Sein Teufel hat doch damals, ist doch damals Hörspiel des Monats geworden. Ja, stimmt. Des Teufels langer Atem. Ja. Großartig. Ja, manchmal geht es auch so. Ja, es ist halt immer auch wahrscheinlich mehr so ein bisschen die Frage, wer sitzt in der Jury? Ja, wer kann das machen? Ja, ja, aber damit Preise nicht genug. Es waren die ARD-Hörspieltage, sind ganz frisch zu Ende gegangen. Auch da gab es einen Sieger des Deutschen Hörspielpreises der ARD und es ist, Vogel, Igel, Stachelschwein, ein Hörspiel in Weimar Nord. Guck an. Was ist das? Okay. Da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, weil du Weimar Echt? Nord. Ach ja, ich erinnere mich. Wir haben das echt nicht gehört, ja.
Ja, ich fand, ja, das ist auch wieder so ein Titel, wo ich irgendwie... Ja, können wir ja nachholen. Das werden wir, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass man das jetzt nochmal nachhört. Ja, es gab ja noch mehr Preise bei den ARD-Hörspieltagen. Unter anderem der Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung, die ging an Manuel Harder für das Hörspiel Triebpunkt Krieg von Luise Vogt, eine Produktion des SWR. Haben wir auch nicht gehört. Schwierig. Der Deutsche Kinderhörspielpreis geht an das Stück Der 13. Februar von Janine Lüttmann, eine Produktion des NDR. Der Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe geht an das gleiche Stück. Also auch da hat man sich für den 13. Februar erschienen. Und das Max 15 geht an Hysterektomie. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber es ist ein bisschen, ja, Hysterektomie von Katharina Fröhlich und Franziska Stur. Das sind die Preise. Hat ihr irgendwann den ARD Online Award? Den hat man, glaube ich, ganz gekickt. Den gab es, glaube ich, letztes Jahr schon nicht und anscheinend möchte man den auch nicht mehr reaktivieren. Also reine Juryentscheidung und zwar bei allem, weil es gibt, das Einzige ist noch der Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe, der aber auch von der Jury, allerdings von einer Kinderjury vergeben wird. Alles andere wird halt irgendwo hinter verschlossenen Türen ausgekaspert. Kann man machen. Weiß nicht, ob es so toll ist. Ausgekaspert, das ja. ist gut. Ja, ja, es ist so frisch. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, reinzugucken. Ich konnte auch nicht nach Karlsruhe fahren. Ich war leider anderweitig verhindert. Ärgert mich echt total, weil das echt eine schöne Gelegenheit immer ist, mal mit vielen Hörspielmachern zu quatschen und sich auszutauschen. Und ja, die Preisverleihung ja auch mal live mitzuerleben, ist ja auch immer ganz besonders, auch wenn es im Radio und auch im Stream übertragen wird. Aber vor Ort zu sein hat schon was und ich kann das auch jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschneiden und sich das anzugucken. Das macht echt Laune da. Also das ist mittlerweile, ist es ja richtig gut. Es ist ja jetzt nur noch an dem eigentlichen Wochenende. Früher ging der ja mal mittwochs das Ganze los. Aber jetzt ist das halt konzentrierter und man hat samstags immer eine sehr interessante Diskussion, Vorstellung. Also man hat ja da über im ersten Jahr, wo man das an dem Samstag gemacht hat, da war es ja so, dass man über die kommenden Stücke erzählt hat oder und das ist schon immer ein interessanter Samstag gewesen, wo man auch ganz gut und gerne den ganzen Tag gut unterhalten wurde und ja, viel Informatives mitnehmen konnte. Also das tut im Ganzen ganz gut und macht auch total Laune, ja. Ja, apropos macht Laune. Eine sehr schöne Nachricht hat uns erreicht, ja. Nämlich Mia Insomnia geht in eine zweite Staffel. Na, das ist doch was. Ich will mal gerade gucken. Ich habe nämlich einen Verdacht, aber als ich zuletzt geguckt habe, war das Programm noch nicht so weit, denn ich vermute mal, der BR sendet ja immer zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag eine große Hörspielserie. Und da läuft in diesem Jahr, lief an Mia Insomnia die erste Staffel und die reicht aber nur bis zum, ich glaube, 29. oder 30. Und jetzt wollte ich mal gucken, ob da schon, ja. Und genau so ist es, wie ich gedacht habe. Denn am 30.12. geht das Ganze los. Die zweite Staffel läuft dann abends 21.05 Uhr bei Bayern 2. Und zwar bis zum einschließlich 6. Januar wird das dann Ganze zu hören sein. Also beide Staffeln ab Weihnachten bei Bayern 2 jeden Tag um 21.05 Uhr. Immer zwei Folgen. Geil. Das ist doch cool. Super, sehr schön. Ja, was Positives noch. Ja, das genau. So. Ja, das wäre es auch schon an News. Genau. Ne? Jetzt habt ihr uns geschrieben. Ja. Und zwar divers. Wir fangen an bei YouTube. Da hat Alexa geschrieben, ja, freut sich einfach, dass es wieder einen Edgar Wallace gibt. Da geht es um die Dings. Die Saphir-Tona, ja. Genau. Ich wollte Nocturna sagen. Ist das Nocturna früher? Das ist der Nachfolger, ja, genau. Okay, da war ich ja doch nicht so verkehrt. Anstatt den tausenden Homes, ja, das stimmt. Ja, aber es gibt halt auch nur einen Edgar Wallace, das ist wieder der Nachteil. Ja, aber immerhin. Ein Edgar Wallace. Ja, dann hat sich der Hörspieler nochmal gemeldet und Asche auf mein Haupt, ich habe es noch nicht gepackt reinzuhören, denn der Hörspieler hat ein Hörspiel gemacht und das werden wir euch verlinken. Das Ganze ist bei YouTube zu finden. Ja, ich höre noch rein, versprochen. Aber das YouTube ist halt auch immer so ein Medium, was ich so ganz, ganz schlecht auf dem Schirm habe. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Das mach das mal als Podcast, dann kriege ich es auch eher auf den Schirm, weil ja, ich habe keine YouTube-App greifbar, die mich da dran erinnert, dass es da was Neues gibt oder irgendwas, was ich noch hören wollte. Weil ich bin ja so ein reiner Audio-Typ und
wir nutzen für den Orcast YouTube ja auch nur, weil es die einzige Möglichkeit ist, euch über einen Link zielgenau auf irgendeine Stelle im Podcast hinzuweisen. Also es geht zwar in der Podcast-App auch, aber ich kann nicht im Internet zum Beispiel auf irgendeiner Website drauf verlinken. Deswegen brauchen wir YouTube, aber selbst nutze ich es gar nicht oder fast nicht. Ich glotze ab und an, ja. Doch. Okay. Ich bin auch mal in so einem, wie heißt das? Nicht Rattenloch, wie heißt das? Rabbit Hole. Ratte. Das andere Tier mit Schwanz und Ohren. Rabbit Hole, genau. Und fall da manchmal rein, das ist echt schlimm. Wenn mich der Algorithmus irgendwo hinzieht, grausig. Ja. Dann haben wir eine ganz tolle Mail bekommen von Tob, der das starke Bedürfnis hatte, nach der 137 Teil 5 uns zu schreiben und seinen Senf dazu zu geben und darauf reagiert, dass wir, waren wir da selbstkritisch oder? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man es jetzt im 137.5 hatten wir wahrscheinlich aufgefordert. Wir hatten ja so zwischendurch mal durchblicken lassen, dass wir ja eigentlich mittlerweile so obsolet sind, weil uns braucht es ja eigentlich nicht mehr, weil man ja heute durch Streaming und Gedöns gar nicht mehr darauf angewiesen ist, irgendwie wissen zu wollen, wie ist denn jetzt irgendein Hörspiel? Lohnt sich das, da reinzuhören oder nicht? Und mal davon abgesehen, dass man unsere Meinung ja, muss man ja auch nicht immer folgen, aber es ist, man kann ja mittlerweile, kann man ja selber hören, wenn es einem nach 10 Minuten nicht gefällt, switcht mal zum nächsten. Und deswegen ist so die ganz große Zeit der Hörspielrezensionen ja auch insgesamt vorbei. Also es gibt ja auch kaum noch jemand, der es macht. Also Markus ist noch unterwegs, der Poldi, den gibt es immer noch. Ja, und wir. Und ansonsten beschränkt es sich ja weitestgehend auf die... Thomas jetzt. Ja. Stimmt, Thomas ist jetzt noch neu an Bord. Aber ansonsten beschränkt sich es ja weitestgehend auf die, keine Ahnung, 3 Fragezeichen oder TKKG, also wo es dann halt spezielle Podcasts gibt. Ach, was hörst du so, ist noch dabei zum Beispiel. Ja, die auch, aber sich dann halt auch ein Hörspiel rauspicken oder eine Serie rauspicken oder so. Ja, aber sowas wie wir waren, also so ein dickes Hörspielmagazin, das führt Tobi auch lobenswert an, dass wir ja immer noch so den Rundumschlag wagen als einzige. Ja, danke fürs Lob. Und Tob hatte auch schon mal seine Highlights zum Besten gegeben. Also Caro ermittelt, die dritte Staffel. Ja, finde er ganz großartig, ebenso wie die Blackout-Stories. Und jawohl. Dann gäbe es noch mit ein bisschen Abstand den Hirnfrost. Ja, ich hörte vom Ende Welt und sie finden dich nie, wird er noch sich zu Gemüte führen. Und er hat dann später nochmal nachgelegt und hat noch sich durch Tannenklirren gearbeitet und es war wohl herausfordernd, wenn ich mal so zusammenfassen darf. Ja. Aber ja, hat sich gelohnt. Ja, schön. Ja, gerne schreibt uns immer, also wir sind für jedes Feedback dankbar, freuen uns, wenn wir auch mal die ein oder andere Sichtweise von euch sehen. Was hat euch denn tatsächlich gut gefallen? Wie gesagt, vielleicht habt ihr auch mal eine ganz abweichende Meinung zu, dass ihr nächste Woche kommt und sagt, hier, Hörspiel-Hacking war ja wohl das geilste überhaupt. Ja, oder gerne. Hier die 5 Freunde-Kids, nicht, wie heißt das? Ist egal. Ab Folge 3 geht's voll ab. Ja, also, genau. Und Timmy altert eh nicht. Also sind für jeden Hinweis dankbar und freuen uns über alles, vielleicht, was ihr uns schreibt. Vielleicht ist das ja wie bei Hennes. Genau. Timmy 3 mittlerweile, ja. Da müssen wir Timmy 3 auch verbuddeln. Also es wird nicht mit 3 reichen. Guck mal, die gibt es seit den 40er Jahren oder 30er Jahren sogar schon. Wie alt werden Hunde? 12? So? Ja, so wahrscheinlich so im Schnitt dürfte so 12 ganz gut sein, ja. sind schon ein paar Timmys durch. Durch, ja. Ja, dann, ja. Danke. Also generell. Als Feedback, allen sei gedankt. Alexa hat geschrieben, Bastian, Daniel, Detlef, Hans-Jörg, Josef, Klaus, Peter, Thomas, Tob und Werner. Also die habe ich noch alle auf dem Schirm. Gisela. Ich hätte sie fast vergessen. Nein. Ja, geht ja nicht. Ja, so, Feedback, Haken dran. Wie gesagt, schreibt uns gerne entweder per Mail an orcast@hörspieltipps.net oder kommentiert bei YouTube. Da finde ich es dann auch nach ein paar Wochen meistens. Und wo immer, ihr könnt auch in den gängigen Foren, da haben wir ja auch immer einen Fred mit unserem Thema, wo ich es normalerweise auch irgendwann sehe, wenn er da was reinschreibt. Also ja, jederzeit und an allen Stellen ist Feedback sehr willkommen. Ja, dann luschern wir rüber über den Berg zu den Podcast-Kollegen.
Und beginnen wie immer beim A, wie Ausnahme der Rose. Da gibt's zwei neue Folgen und man ist bei der 50 angekommen. Die 49 war noch, wo genau. Steckt Boris Becker bei Blocksberg? Habe ich heute frisch gehört. Fliegende Klassenzimmer, ja. Okay. Cool. Und Boris Blocksberg und Bibi Blocksberg verliebt sich? Ja, also in Bibi Blocksberg verliebt sich, ist Boris weg. Also da wird erklärt, dass Boris weg ist. Und über dieses Mysterium, das ja viele beschäftigt und viele ja auch fordern, dass Boris rehabilitiert wird und zurück darf zu seiner Familie und nicht jetzt seit mehreren Jahrzehnten schon an der Nordsee bei den Großeltern weilt. Auch ihre Gedanke. Aber ja, da ist es ein sehr munterer Austausch über diese Folge und über dieses Phänomen. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Konnte ich gut hören. Ja, apropos Bibi Blocksberg, es gibt ja auch einen speziellen Bibi Blocksberg Podcast, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Da gibt es vier neue Folgen. Einmal die 94, die älteste Bibi-Folge, Hexen gibt es doch, wie alles begann, und in der 95 die neuen Figuren würden wir ins Bibi-Universum schreiben. Die 96, das große Hexspruch-Duell, am Hexspruch erkennen, aus welcher Folge er stammt. Ja, das ist heftig, ja. Und die 97, was haben die denn an Outfits, Styles und Designs in Neustadt? Da also läuft man ja auf die 100 zu, krass. Ja, und immer mit solchen Themen, also auch so, also jetzt über die Outfits habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber also ist schon interessant, was man alles bei so einer Serie beleuchten kann, wo man alles einen Fokus drauf legen kann. Finde ich schon spannend. Ja. Cool. Dann der Thomas, unser Hörspielkritiker, hat auch vier Folgen raus und in der ersten Folge geht es um 100 Jahre Hörspiel und ich hörte vom Ende der Welt. Das Ende der Welt oder nur des Hörspiels? Folge 2 ist Follower, SOS Rau Rau Feun, Der Hals der Giraffe und Die Villa im Wald. Vier Hörspiele in einem Rutsch. Dann geht's um die ARD Hörspielpreisnominierung und Highsmith und Stevenson. Und zu guter Letzt, Der Wald schlägt zurück und Anticover, wenn die Natur freidreht. Ja, genau. Der Silbervögel, der Jan Tenner Podcast. Ja, ich muss es dieses Mal nicht sagen. Nein? Ich bin dieses Mal nicht dran. Yeah. Ja, da gibt es 2,5 neue Folgen. Es gibt nämlich ein Vorwort und dann die 24. Ausgabe heißt Spiegelwelt Folge 10, Der wahnsinnige Professor, und die 25, Angriff der Weltraumflora, passt ja, doch. Ja. Die Weltraumflora. Ja, die 11. Folge von Jan Tenner. Die tosende Hollywood-Schaukel ist, sag mal, haben die sich abgesprochen? Ja. Auch die 49 TKKG, die Hand an den Stern, die 97 und die Folge 50, der Anschlag auf den Silberpfeil. Auch hier einen herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ja, Glückwunsch. Ja, bei der Zentrale gibt es eine Sonderfolge, denn man hat sich mal außerhalb des 3-Fragezeichen-Kosmos bewegt und erzählt über die Europa-Grusel-Serie. Dann die SWR 3 haben die Folge 54, die 3 Fragezeichen und die die Geisterinsel, eine meiner Lieblingsfolgen, und die 55, die 3 Fragezeichen und der Geister Canyon. Ja. Nicht eine meiner Lieblingsfolgen. Der Bobcast kümmert sich um meine beiden letzten Klassikerfolgen, nämlich der Rotpirat und der Höhlenmensch. Die beiden Folgen sind jetzt auch im Podcast des Hashimitenfürtes zu hören. Ich habe mich gewundert, warum der Rote Pirat so gut wegkommt. Ja, habe ich mich auch. Ja. Naja, dann Hauptsache Hörspiel dreht sich in Folge 13 um V13 und zu Gast ist Leonard Koppelmann. Ja, dann Mach den Verstärker an, hat eine neue Folge, die 34. Ausgabe, und da geht's um 3 Rätselleichen auf Kaperfahrt. Ach nee, da ist ja wieder 34 und 109 der 3 Fragezeichen. Das sind, die haben ja immer 2, gell? Ja, ich glaube schon. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Mathildas Kirschkuchen hat auch 2 neue Folgen raus, die 83 und die verspätete Folge, der schrullige Millionär, die 46 und die 84, Familienfeier in Slow Motion. Hexspruch mit Folgen, die 82. Ja, Falk und Daniel von den Ohrenbrechern haben auch 2 Folgen draußen. Einmal haben sie sich um Berge des Wahnsinns gekümmert, die Hörspielfassung. Und warum machen wir Hörspiele? Denn beide sind ja auch Hörspielmacher, nicht nur Hörspielpodcaster. Sie machen auch selbst Hörspiel und erzählen ihre eigene Geschichte, wie sie zum Hörspiel kamen und warum sie das Ganze machen. Otto Alpha 6 kümmert sich um eine 5-Freunde-Folge, und zwar
Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen. Ja, und Rekorder, das Hörspielmagazin, kommt mit 3 Folgen um die Ecke. Das liebe Geld, Bibi und Tina und die Schule der magischen Tiere. Okay, kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht. Dann die sensationelle Carla Kolumna und daran gleich anschließend Kira und Conny for Future. Kolumna, ah. Ja. Dann der spezial gelagerte Sonderpodcast hat auch 2 Folgen raus, und zwar die 131, die 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker. Featuring methodisch inkorrekt. Wer ist methodisch inkorrekt? Na, irgendein Rapper wahrscheinlich, oder? Sowas in der Art, ja. Und die 132, die 3 Fragezeichen und die Rache der Samurai, die 145. Ja, und den Deckel auf die Podcast-Kollegen macht heute Vinylo Presso, denn da gibt es nochmal ein Fanspecial zu den 3 Fragezeichen. Mit den geheimen Rotenbaum-Tapes. Oh, das klingt war mal in Hamburg. Interessant. Ja. Ja. Ja, und damit sind wir auch durch den Orcast. Fast eine Punktlandung. Fast. Ach, wir müssen ja schon wieder Highlights machen. Ja. Ah. Ja. Ich werde es nie begreifen. Es steht dick und fett da. Ich sehe es nie. Ist alles gut. Also ich weiß ja, was dein Highlight ist. Muss ich ja nicht weit gucken. Kannst du mir das nochmal sagen? Thorsten Schulz? Ja, klar. Oder? Genau. Ja, ne? Ja. Okay. Ich habe es übrigens schon einmal gehört jetzt, aber das ist ein Ding, das muss ich nochmal hören. Ja, ich glaube, das muss man zweimal hören. Ich habe mich irgendwie auf den falschen Fuß erwischt am Anfang. Muss man zweimal hören, ja. Ich tue mich schwer, muss ich sagen. Aber letztlich würde ich einfach mal, auch wenn es noch nicht zu Ende ist, gerne Boudica tatsächlich betipsen. Okay. Vor allem aufgrund der Folge 4, die so nachhaltig war. Ja, und ich mag die Serie wirklich sehr, sehr gerne und höre da sehr gerne zu und freue mich da auf jede neue Folge. Ja, deswegen ist es für mich dieses Mal Boudica, auch wenn es noch nicht zu Ende ist. Gut, also bei mir bleibt es dann bei Öl und Bienen und jetzt sind wir aber durch, oder? Jetzt sind wir durch, ja. Ja, rücken wir jetzt endlich in die Haie. Genau, das machen wir. Und dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal zum Ortett wieder. Das ist schon im Kasten. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen nachfummeln und dann... Genau, und dann ist ja schon auch bald wieder Dezember und wir werden euch dann mal gucken, ob wir wieder die Punktladung auf den 29. schaffen. Ich gehe mal von aus, wird schon klappen. Dann werden wir euch dann Ende November erzählen, was es im Dezember gibt und dann ist das Jahr schon wieder rum. Bums. Bums. Ja. Warum? Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl und wir hören uns in den nächsten Tagen auch ja schon wieder. So machen wir es. Genau. Seid schönartig. Unbedingt. Jetzt kommt die Zeit, wo es gilt. Ach so, stimmt. Ja, sonst gibt es nicht zu Weihnachten. Eben. Und Knecht Ruprecht haut euch. Genau. Genau. Oder der. Habe ich das mal schon mal erzählt? Mein Kindheitstrauma mit Knecht Ruprecht. Erzähl. Also bei uns war es der Nussmärtel, hieß das bei uns in Bayern. Heißt das ja nicht der Krampus? Nee, pass auf, bei uns war es so, da ist das eine verschmolzene Figur gewesen. Okay. So, der Krampus war ja eigentlich der Gehilfe von St. Nikolaus. Und bei uns, also zumindest in unserer Ecke, war das so, dass das zu einer Figur verschmolzen ist, die dann so eine mysteriöse Autorität irgendwie gebildet hat. Ja, und das war so nachhaltig, dass wir als Kinder scheißen Angst vor diesem Menschwesen-Dings hatten. Weißt du, wer den gespielt hat? Meine Tante. Okay. Meine Lieblingstante steckte hinter dieser Maske, was ich natürlich als Kind nicht wusste. Und was für mich so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, es gibt zum Beispiel von meinen beiden Brüdern, gibt es ein ganz herrliches Foto, wie sie komplett zusammengesunken wie ein Häuflein Elend im Sessel sitzen und meine Tante mit so einem grünen Parker und so einer Maske und einer Rute in der Hand vor ihnen steht und meine Brüder, sehr frech eigentlich damals, mit 2 Jungs halt, wirklich wie ein Häuflein Elend sitzen sie da zusammengepfercht in diesem Sessel. Das ist großartig. Ach ja, Kindheit in den 80ern. Wundervoll. Und bei mir war es so, ich erinnere mich tatsächlich auch noch, dass ich die ganze Woche Schiss vor diesem Tag hatte, bis der Nussmärtel abends vorbeikommt. Ja, meine Tante war anscheinend eine sehr gute Schauspielerin. Ja, so viel zum Nussmärtel. Jetzt genau. Jetzt. Wieder was. Deswegen seid schön brav. Ja, und artig. Genau. Kann eh nichts schaden. Das stimmt. Ja, gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.